Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark. In der letzten Folge sind wir aufgebrochen aus dem Haus und sind noch immer auf der Suche nach diesem supergeilen Bauernhaus. Wir dürften dem jetzt auch näher gekommen sein. Also ich habe die große Hoffnung, dass sobald wir hier über den Hügel sind, wir das auch schon sehen. Und dann werden wir es uns dort gemütlich machen. Was? Wo sind wir denn jetzt? Ach, da drüben ist es. Hatte ich doch recht. Wir sehen's. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen vorsichtig sein. Denn wie wir wissen, könnte hier ebenfalls ein Wolf oder ein Hund... ein Wolf oder ein Hund. Wieder doppelt gemoppelt ein Wolf oder ein Bär herumlaufen. Und mit beiden möchten wir uns momentan nicht anlegen. Muss einfach nicht sein. Dies sieht aber ganz gut aus. Und dann haben wir das gleich erreicht. Oh Mann, bin ich froh. Mal eine ganz doofe Frage. War da hinten schon immer sowas? Also so eine Scheune? Bin mir gerade unsicher. Wie dem auch sei, wir haben es so gut wie geschafft. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass wir keinen Überraschungsbesuch von einem unserer pelzigen Freunde bekommen. Das wäre bitter. Aber ich denke, wir machen das. Sieht ja ganz gut aus. Auch mal wieder nach hinten gucken. Oh, man sieht schon wieder. Die Paranoia bei mir ist wieder ganz groß. So, und wenn ihr die Folge seht, dann habe ich hoffentlich mittlerweile auch schon wieder noch ein anderes Projekt am Laufen. Idyllisches Tal. Ja, der Bauernhof. Auch ein Survival-Spiel, denn ich muss sagen, diese Survival-Spiele, das ist so wirklich das Genre, was ich sehr gerne spiele. Das macht riesig Spaß. Naja, wenn wir jetzt ja schon mal da sind und alles frei ist hier in der Nähe, dann können wir doch nochmal fix zum Auto und dann hinten nochmal zur Scheune und nochmal in den Keller und dann können wir gleich alles mitschleppen. Machen wir gleich alles auf einmal. So, hier gleich mal die Haube auf, dann wissen wir, dass wir das Auto durchsucht haben und da fällt mir gerade ein, wir Hansels haben das letzte Mal nicht gemacht. Das ist doof, also bei den letzten Autos haben wir es nicht getan. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nochmal des Öfteren zurückgehen zu Autos und denken, dass wir die noch nicht durchsucht haben, obwohl wir sie schon durchsucht haben. Naja. Was willst du machen? Und das war jetzt echt voll der Jackpot. Jo, total useful. Bin begeistert. Meine Stimme überschlägt sich vor Freude. So, Ladies and Gentlemen. Es sieht hier doch ganz gut aus und das Wetter, das verstört mich etwas. Wir machen das hier mal weg. Das machen wir auch weg. Und dann werden wir hier, glaube ich, so ein Bildchen machen. Ach, das machen wir, wenn wir dann da zurückkommen. Und dann habe ich nämlich auch gleich wieder ein schickes Episodenbildchen. Dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Hier ist gar nichts? Jetzt ernsthaft? Bin ein bisschen enttäuscht. Erschöpft, Zustand 100%, sollte mir das zu denken geben. Jetzt geht's wahrscheinlich gleich los. 99%. Oh ja. Gut, dann werden wir doch erstmal reingehen. Bevor wir in den Keller gehen. Oder wir sagen doch einfach mal, ach egal. Wir gucken uns den Keller an. Ich glaube, wir sagen sogar echt, ach, egal, wir gucken uns den Keller an. Wir sind jetzt voll auf Risiko gepolt. Wir werden schon nicht tot umkippen und wenn wir halt dann mit 95% uns da reinschleppen, dann ist auch drauf geschissen. Fackelchen, nee, nicht Fackelchen, sondern Laterne raus. Machen wir das Ding mal ein bisschen an. Dann gucken wir uns um. Jetzt habe ich natürlich auch vergessen, den Screenshot zu machen. Ich bin voll kompetent. So, Brecheisen. Naja, professionelle LPs gibt's nur bei mir. Ist jetzt auch überhaupt nicht arrogant, wenn man sowas sagt. Vor allem stimmt's auch nicht. Aber naja. Boah. Also ich denke, hier ist wieder einiges, was wir abstauben können. I think I can use this. Naja, da bin ich jetzt nicht so scharf drauf auf die Holzstreichhölzer. Das ist ja alles offen, hier ist umgefallen, ist nichts, da ist nichts drin. Okay, vielleicht gibt es doch nicht so viel zum Abstauben. Brechen wir mal den Spind auf.
Nee, da ist jetzt nichts Gutes drin. Toll, wir haben uns angestrengt für einen dünnen Wollpulli. Das läuft ja. Da noch irgendwas? Nee. Was, Daisys Traubenlimo? Ist euch eigentlich was aufgefallen? Und zwar wirkt das hier so alles, als wäre das irgendwie aus den 90ern. Also die Autos sind sehr alt. Die Gebäude wirken halt alt und du hast nirgends irgendwie PCs oder so rumstehen. Das sollte uns zu denken geben, oder? Von daher bin ich wirklich gespannt, was die Story bringt. Vielleicht hat das irgendwas mit dem Kalten Krieg zu tun und die Russen haben mir dann Atombomben in der Atmosphäre gezündet und deshalb gab es ein EMP hier. Und nachdem es ja in Kanada spielt, was ein enger Verbündeter der USA ist, kann ich mir das durchaus sehr gut vorstellen. Alte Bilder. Es ist alles irgendwie, fragwürdig. Hat sich jetzt nicht so rentiert, oder? Nee, hat sich echt nicht rentiert. Bin ein bisschen enttäuscht. Wir machen das Lämpchen wieder aus, sparen Energie. Und Sprung. Und rechts, genau, rechts geht's raus. So, dann werden wir uns jetzt gleich oben mal richtig schön häuslich einrichten. Hallo? Hallo? Geht's jetzt hier raus? Ja, Tür. Sehr schön. Dann gucken wir gleich mal. Kein Getier, das ist schön. Wir bewegen uns nämlich mittlerweile nur noch mit Schneckengeschwindigkeit vorwärts. Leben ist echt hart. So, Tür geschlossen und wir sind in Sicherheit. Hier liegt diesmal nicht so viel rum. Wir können mal gucken, was ein Metallbehälter ist, aber ich glaube... Okay. Nee, ich denke nicht, also dass wir mittlerweile irgendwie so viel Glück haben. Ich glaube, wir haben im Loot dieses Mal wirklich ziemlich daneben gelangt. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten, so ganz pauschal. So, liebe Leute, wir werden das Haus erstmal nicht durchsuchen, sondern erstmal was ablegen. Das heißt, wir suchen uns einen schönen Schrank. Der Schrank hier ist besonders schön. Da kommt also erstmal die ganze Kleidung, die wir gerade gefunden haben, rein. Nein. Schrank geöffnet, dann gucken wir mal. Ach, ich habe schon eine Cargohose. Wir sind wirklich gut ausgestattet. Down-Ski-Jacke kann weg. Kann alles weg. Welche Schuhe tragen wir eigentlich aktuell? Ach, wir haben die Thermostiefel gefunden, ne? Genau. Wir hatten die Thermostiefel gefunden. Dann die einfache Wollmütze ist, glaube ich, nicht so gut wie die richtig gute Wollmütze. Dann noch mehr Fäustlinge. Schuhe. Ja. Dann sind wir schon mal Kleidung losgeworden. Das ist schon mal super. Wir können uns auch wieder ein bisschen schneller bewegen, aber... Was sagt denn die Uhrzeit? Wir haben noch etwa 4 Stunden Tageslicht übrig. Das heißt, ich würde mich mal ganz kurz so ein Stündchen oder vielleicht auch 2 aufs Ohr legen. Und dann bin ich eventuell nicht mehr so beschäftigt. Dann sind wir nicht mehr so erschöpft und dann können wir das Haus vernünftig durchsuchen, denke ich. So, 2 Stunden. Und das mit der Uhr hat sich immer noch nicht eingependelt, also das verwirrt mich. Das war sonst deutlich besser. Ich hoffe, dass die das wieder ändern. Und sofort wieder überladen, ja klasse. Oh, Hunger und Durst haben wir. Und das nicht zu knapp, dann essen wir mal so einen fetten Energieriegel gleich mal rein. Noch ein Energieriegel. Dann... kippen wir uns noch ein bisschen Wasser hinter die Birne. Na, das sieht doch schon besser aus. So, dann können wir uns mal weiter hier ans Einsacken. Wobei, wir fangen am besten unten an. Wir werden am besten unten anfangen. Dann fangen wir hier gleich mal mit dem Zimmer an. Das schöne Arbeitszimmer. Was sagt eigentlich die Temperatur? Gefühlte 14 Grad. Das heißt, uns geht's hier richtig gut. Noch eine Fackel. Das ist super. Checken wir mal alles ab. Best be prepared for anything. Ganz genau meine Meinung. Gut, dann würde ich sagen... Nein, wir schauen uns mal schnell die Küche an. Ich möchte halt eine gewisse Struktur jetzt haben, wie wir die Sachen lagern.
Versteht ihr? Ich hoffe, ihr versteht. Gut, in der Küche würde ich sagen, das hier alles für so Materialzeug. Wie viel bringt man denn hier rein in so einen Schrank? 15 Kilo, das reicht locker. Machen wir das hier mal raus. Das alles, was wir halt alles nicht so brauchen. Haben wir hier noch was? Brecheisen kann weg. Oh Gott, davon haben wir mittlerweile echt viele. Ich glaube, da reichen zwei, wenn wir die immer dabei haben. Kann weg. Kann auch weg. Haben wir dann jetzt noch welche? Ja, wir haben da noch... Nur wobei, ich lasse die mal drin. Und werde die hier reintun. Gucken wir mal, welche hatte ich denn jetzt in Benutzung? Vermutlich die hier und dann lagern wir das noch um. Da zwei weg. Das mit 78 kommt mal weg. Boah, wir sind immer noch recht gut beladen. Haben wir denn nicht noch was, was wir loswerden könnten? Ja, so Medizinzeug hätten wir noch. Dann würde ich sagen, der Schrank hier oben wird unser Medizinfach. Kondensmilch ist auch immer ganz schick. Aber jetzt mal rein mit unserem Medizinkram. Brauchen wir definitiv. Hier können wir zwei wegtun. Ach Gott. Ich glaube, so viel Schmerzmittel brauchen wir doch gar nicht. Es sei denn, wir wollen uns wegbrezeln. Da reichen uns definitiv vier Verbände. Reichen uns, ich würde mal sagen, zwei. Wasserreinigungstabletten können hier komplett weg. Dann sind wir das auch schon mal losgeworden. Mensch, wir sind immer noch so. Dann würde ich glatt sagen, wir gehen zum Kühlschrank, checken erstmal den Kühlschrank und lagern dann in dem einfach mal so die ganze Nahrung ein, die wir jetzt aktuell nicht brauchen. Wow, der Kühlschrank war leer. Die sind wahrscheinlich alle verhungert. So, dann, ja, das Trockenfleisch habe ich halt immer gerne dabei. Aber hier kann das weg. Hier kann eigentlich eine Menge weg. Dann würde ich auch sagen, wir könnten das gerne mal wieder... Ja. So gefällt mir das doch schon deutlich besser. Und noch eine Kondensmilch raus. Gesunde Futter werden wir wahrscheinlich dann heute Abend essen. Dann können wir eigentlich noch eine Kondensmilch raustun. Und dann, glaube ich, sieht das wieder ganz gut aus. Ja. Tut es. So, nun aber wieder zurück. Wir wollen nacheinander die Räume durchsuchen. Wir haben hier jetzt, also hier unten angefangen. Im Arbeitszimmer des Typen hier. Dann werden wir uns ein bisschen umsehen, aber es sieht nicht so aus, als würde hier eine Waffe liegen. Das ist ein bisschen schade. Ist vor allem auch irgendwie bitter. Also in dem Game haben wir jetzt gerade nicht so viel Glück. Aber vielleicht wird das wieder deutlich besser. Schauen wir mal. Vielleicht im Schrank irgendwas Sinnvolles? Wollsocken. Ja, Wollsocken. Da ist nichts drin. Dann gucken wir nochmal unter dem Schreibtisch. Da liegt nichts. Da unter dem Ding liegt auch nichts. Da ebenfalls nicht. Ja, gut. Aber da haben wir noch eine Wasserflasche. Das ist schon mal schön. Getrunken wird immer. Noch ein Büchlein. Zeitungspapier. Könnte vielleicht da sonst noch was drunter liegen? Nee, tut's nicht. Da aber auch nicht. Das ist schade, denn eigentlich kann hier immer recht viel Munition liegen. Aber wir haben echt gerade wenig Glück. So, wir werden gleich mal hier Fäustlinge und Co. einlagern. Welche Socken tragen wir denn aktuell? Wir tragen aktuell schon Wollsocken, okay. Super. Schauen wir mal, was hier für uns liegt. Also ich meine, um Nahrung müssen wir uns zumindest die nächsten Tage wenig Sorgen machen. Aber man weiß ja echt nicht, ob nicht wieder ein fetter Schneesturm kommt und man wieder über Tage hier festsitzt. Von daher möchte ich das eigentlich ungern angreifen im Moment, aber... Nachdem wir auch nicht jagen können, ist das alles etwas problematisch aktuell. Ich bin noch immer der Meinung, dass hier dringendst eingeführt werden muss, dass man sich einen Bogen bauen kann.
So, das Feuerholz, das hier liegt, das lasse ich gleich mal da. Dann können wir uns ja später ein Feuerchen machen und eventuell Wasser einschmelzen. Für den Fall, dass uns einfach langweilig werden sollte. Gucken wir erstmal hier alles. Zeitung, Toilette nehmen wir auch mal alles mit. Sieht doch ganz gut aus. Jetzt müssen wir schauen, gibt es ein... Ja, es gibt ein Arzneimittelschränkchen, in dem hoffentlich auch was Vernünftiges drin ist. Schmerzmittel. Ich glaube, vom Schmerzmittel haben wir ja mittlerweile aktuell echt jede Menge. Dann nehmen wir auch. Ansonsten war es das. Ich bin ein kleines bisschen enttäuscht. Aber was willst du machen? Vielleicht ist hier noch in der Schublade irgendwas. Nee, natürlich nicht. Unten hängt auch nichts drin. Und es wundert mich, dass wir hier sowas wie Gardinen oder Stoffhandtücher nicht in Stofffetzen umwandeln können. Oder hier so Sitzbezüge. Das ist doch ein bisschen doof, oder? Das ist ein bisschen doof. So, dann gleich mal wieder ein bisschen Essen einlagern. Moment. Ein Kaffee, den wir irgendwie selten brauchen. Wobei wir ja vorhin tatsächlich mal einen Kaffee getrunken haben. Also, wir lernen offensichtlich dazu. Das ist schon mal fein. Gut, dann beginnen wir Küche hier links. Da steht nichts mehr. Da ist auch nichts, am Boden liegt ebenfalls nichts. Was übrigens auch noch ziemlich cool wäre, wenn man die Orte, die man jetzt hier so aufsucht, wieder ein bisschen aufräumen könnte. Also die Stühle hinstellen. Ne, ihr wisst schon, sich das so ein bisschen so einzurichten, als wäre man tatsächlich hier zu Hause. Halt, durchsucht, das heißt, da ist Zeug drin. Können wir gleich mal gucken, wenn wir die ganzen Bücher mal reinhauen. Zeitungen auch noch. Achso, geht nur einzeln. Läuft doch. Haben wir sonst noch irgendwas gefunden, was wir hier einlagern könnten? Ich denke, naja, die Lupe. Haben wir schon jemals mit der Lupe ein Feuer gemacht? Haben wir nicht. Geht ja, glaube ich, auch nur draußen. Und draußen das letzte Feuer machen zu wollen, ihr wisst ja, wie es ausgegangen ist. Da sind wir gestorben. Sind wir leider gestorben. Salzcracker, sehr gut. Wir leben ja hier im Land der Salzcracker-Esser. Oben ist sonst leider nichts. Das ist ein bisschen schade. Ansonsten sollten wir echt mittlerweile genügend Stuff hier so gefunden haben, um es ein paar Tage auszuhalten. Da ist auch nichts drin. Da ist ein Holzscheit. Können wir eigentlich auch gleich mal da lassen. Ohne Zeitung. Ja, aber ansonsten... Naja, bin jetzt nicht begeistert. Hätte mehr sein können. Aber nun gut. Wollen wir uns nicht beschweren. Können wir hier noch die Sachen, die relativ lange haltbar sind, wieder einlagern. Hundefutter haben wir ja schon. Dann können wir die Sardinen hier auch nochmal reintun. Sieht es doch gar nicht so schlimm aus. Gut, mittlerweile wird es offensichtlich Nacht. Das heißt, wir sollten mal drüber nachdenken, ob wir uns jetzt nicht demnächst mal ins Bettchen hauen. Ich vermute, so ein Zimmer können wir noch durchsuchen, vielleicht auch zwei. Je nachdem, wie schnell ich jetzt bin. Ach nee, ich habe ja eine Laterne. Ah. Ich habe doch eine Laterne. Das heißt, zur Not kann ich ja die Nacht erhellen. Ist hier sonst irgendwas drin? Nee. Ach, das ist wieder voll super hier. Okay. Ich sehe schon, seht ihr? Sie und ich, wir verstehen uns gut. Wir sind gleichermaßen enttäuscht von der Ausbeute. Ups. Da hätten wir uns beide mehr vorgestellt. So, wir machen schon mal das Lämpchen an, denn ich möchte echt nichts übersehen. Das übersehen wäre voll doof. Das will kommen, Handy. Und ich glaube, wir haben aktuell wirklich genügend zum Nachfüllen. Können wir die Toilette... Oh ja. Also mit Wasser sind wir dann jetzt auch wieder für ein paar Tage ganz gut versorgt. Da würde ich doch sagen, das läuft sehr gut. Zumindest in der Hinsicht. Hier ist ansonsten nichts weiter. Ah doch, Medizinregal. Beinahe hätte ich es wieder übersehen. Probably useful. Sodele. Dann mal hier rein. Wir haben echt keinen Blick, ey. Also aktuell, wie das hier so aussieht mit dem Loot, würde es mich nicht wundern, wenn selbst in diesem, ja, Turm
dem wir gehen möchten. Wie heißt das denn eigentlich? War das nur ein normaler Funkturm oder war das irgendwie so ein Signalfeuer? Also ich glaube, dass selbst da irgendwie nichts drin ist. Also kein Gewehr. Okay, vielleicht sollte ich auch einfach nicht so pessimistisch sein. Kann natürlich auch sein. Na, es ist aber schon echt mager. Ja, da auch nichts drin. Super. Das dürfte eine harte Runde werden. Das dürfte eine echt harte Runde werden. Noch ein Büchlein. Da vielleicht irgendwas in seiner Nachttischchen. Nachttischchen war auch nichts. Super. Gut, ich denke, damit haben wir hier eigentlich alles durchsucht, oder? Oder den Raum noch nicht? Ja, den haben wir tatsächlich noch nicht durchsucht. Okay. Ein Raum noch und... This stuff will come in handy. Gucken wir mal. Lange Baumwollunterhosen. Kannst du was wetten? Wenn wir die noch nicht anhaben, dann werden wir die definitiv anziehen. Schauen wir gleich mal. Zu Kleidung. Wir tragen bereits lange Baumwollunterhosen. Mäh. Jetzt habe ich mich schon irgendwie gefreut, dass wir was finden, was echt brauchbar ist und... Nee. War jetzt doch nicht so brauchbar. Gut, dann nochmal etwas Trockenfleisch, noch eine Gipfelbrause und gucken, was in der Schublade ist. I'll take it. Kaffee, okay. Wobei ich ja mittlerweile festgestellt habe, wir könnten uns den Kaffee eigentlich auch mal so auf Vorrat machen, dass wir immer mindestens eine Tasse dabei haben. Ja, natürlich überpraktisch. Liegt da unten was? Liegt da unten hinten was? Da liegt doch was. Oder? Bilde ich mir das nur ein. Jo, war alles nur Einbildung. Ganz klasse. Sudele. Dann würde ich jetzt aber wirklich sagen... Oh, liegt da? Nee. Dann würde ich jetzt sagen, wir begeben uns in Richtung Bettchen. Wir suchen uns hier ein schönes Zimmer raus. Ich glaube, wir werden das hier nehmen. Das ist doch ganz schick. Ui, da ist sogar ein Flachbildschirm. Okay, dann ist das vielleicht doch... Ich verstehe das nicht. Die Autos voll alt, alles wirkt hier so voll alt und dann hängt hier doch so ein Flachbildschirm? Mich verwirrt das. Wie dem auch sei, ich werde jetzt hier erstmal eine Runde schlafen und wir sehen uns dann sozusagen erst in der nächsten Folge am nächsten Tag wieder. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und ich wünsche euch was. Bis denn. Ciao.